Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ja, diesmal hier ein bisschen in der Ecke. Ich habe eigentlich dieses Video schon versucht zu machen, aber meine PlayStation 5 ist im Arsch. Also nicht im Arsch, also nur die Uploadrate ist einfach nicht da mehr wie früher. Aber die Xbox und der Fire TV zeigen es noch richtig an. Deswegen jetzt in dem Modus. Weil ich habe es jetzt angeschlossen. Also jetzt leuchtet es hier nicht mehr. Das kann man, glaube ich, in den Einstellungen auch machen, dass es dann wieder leuchtet. Ich habe mich da schon ein bisschen mit auseinandergesetzt. Was ich euch sagen kann, es ist im Gegensatz zu dem Devolo, was ich vorher hatte, was jetzt noch angeschlossen ist, ist es jetzt hier so. Also ich habe jetzt immer so ein bisschen geswitcht, um zu testen. Alles, was hier bei Obi, beim Orbi im Netzwerk drin ist, wird mir nicht mehr auf der Fritzbox angezeigt. Im Gegensatz zu Devolo wurde es mir angezeigt, beim Orbi nicht mehr. Da wird es mir nur noch im Orbi angezeigt. So, wir gehen jetzt mal hier rauf und dann drücken wir hier mal Play. Jetzt wird die Geschwindigkeit mal gemessen. Ich habe ein Ausrufezeichen, weil ich gerade den richtigen Kabel ermitteln musste. Also beide sind jetzt am, also der Orbi und mein Devolo sind beide an der Fritzbox angeschlossen an einem Gigabit-Port. Also haben beide die gleichen Rechte, also alles gleich, also gleiche Geschwindigkeit, Entschuldigung. So, und wir haben jetzt mit dem Devolo haben wir 90 0,96 Mbits im Download, also Internetgeschwindigkeit. Und jetzt werden wir noch die Xbox mal machen, wo ich natürlich den Controller wieder vergessen habe, mir mitzunehmen. Das passiert jedes Mal. Immer ist er entweder wegen ich brauche, ist er am PC oder wegen am PC brauche, ist er hier vorne. So. Wir müssen hier wechseln auf Xbox. Hier wechseln wir auf TV. Wechsel zu HDMI 4. Weil ich werde dann auch beide gleichzeitig umklemmen. So. Müssen aber vorher mal gucken, dass ich hier nichts im Download habe. Warteschlange ist nichts drin. Updates, ja, die mache ich nachher. Das ist jetzt eigentlich relativ. Uns kommt das jetzt erstmal nur auf die Einstellungen an. Netzwerk, Verbindung testen. Nee, wo waren das? Ah, hier Netzwerkgeschwindigkeit, Statistik und so. Genau. Das ist der vierte Punkt von oben in der ersten Reihe. Jetzt arbeitet die Xbox natürlich hier auch nochmal. Fernbedienung hier weglegen. Ich brauche gleich den Platz, dass ich hier rankomme. Dauert halt dementsprechend, ich lasse doch alle drinnen, damit ihr das seht, dass ich nicht, dass das heißt hier, ich habe es hier faked oder so. Also wir haben jetzt eine Latenz von 189 Millisekunden, Downloadgeschwindigkeit 99,69, Uploadgeschwindigkeit von 32,84, Paketverlust 0%, MTU ist er bei 1480. Das werde ich hier bei der PlayStation auch mal stellen, einen anderen MTU-Wert, weil die ist auf 15.0. Ne, 15.00 und dass es da vielleicht Probleme gibt. Aber jetzt werden wir erstmal. Die Xbox umklemmen.
so. Welcher war das? Das war, glaube ich, der zweite. Alexa, wechsel zu HDMI 1. Also wie gesagt, hier sind wir jetzt bei 90,96. Also so gut hat das aber auch noch nie angezeigt. Das ist der falsche. Das ist der Fernseher. Müsste der doch der richtige sein. Wir gucken mal nach. Ja, wir sind mit Dings verbunden, weil ich habe hier beim Fire TV halt das so gemacht, der hat beides drin. So wie PlayStation und Xbox auch. Da ist beides hinterlegt. Nee, Xbox nicht. Dass beides hinterlegt. Vorrangig nimmt er natürlich LAN. Aber wenn der LAN abkackt, kann er gleichzeitig schnell umspringen zu WLAN. Da kommt hier ran. Das hat halt den Grund, wenn ich hier früh reingehe, sind die Räte alle aus. Und da braucht der Fire TV ja trotzdem Internet, damit wir was machen können. So, jetzt testen wir damit mal. Geschwindigkeit des Durchführen. Müsste eigentlich genau die gleiche Geschwindigkeit erreichen. Weil es ja auch eine 5 Gigabit Verbindung. Aber mein Divodo hat ab und zu etwas Macken mittlerweile. Irgendwie muss er das Ding weggekriegt haben. Wo wir hier das Lowboard vielleicht hin und her geschoben haben. Oder das hat ja auch schon ein paar Jahre. Hier sind wir bei nochmal Geschwindigkeit durchführen. Achso, ich habe hier doch ein paar Portzeit hier freigegeben. Aber ich hab bei Bene gesagt, die können beide, also die Divolo und die Orbi dürfen sich die Ports nehmen von der Fritzbox, die sie möchten. Ohne irgendwas beachten zu müssen. Nee, ich bin halt ein bisschen weniger. Ich bin jetzt bei 70. Wechsel zu HDMI 4. So, wie gesagt, hier waren wir jetzt bei 99,69 und 32,84. Warte, wir können ja auch einen Screenshot machen. Geht das hier nicht? Nee, die Taste war das. Ja, dann geht es halt hier nicht. So, und hier wieder auf Netzwerkgeschwindigkeit. Aber wie gesagt, der ist ja jetzt noch nicht optimiert, der Orbi. Also ich habe jetzt, hier hatte ich ja bei einigen Geräten explizit Host auch gesagt in der Fritzbox. Hier habe ich im Orbi auch noch gar keine Portfreigabe gemacht, weil das musste ja alles über das Orbi machen. Also über, also so wie du bei fritz.box rauf gehst du da auf Orbi. Ach Gott. Gigabit-Orbi.net oder so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Steht jedenfalls in einer Anleitung genau erklärt, wo wir da rauf gehen sollen. Und dann können wir da auch Portfreigabe machen und da kann man bestimmt dann auch nochmal was rausreißen. Jetzt sind wir hier, ja, die Latenz bleibt bei 185 Millisekunden, Upload 32,80, Download 85,14. Wir können ja nochmal machen. Mit den 99, das war schon, also so hoch war ich bis jetzt noch nie.
Kann er gleich nochmal umstecken. Geschwindigkeit kann sich sehen lassen für 1000 Hertz. Und vor allen Dingen, ihr könntet dann halt praktisch bis zu einem Obi machen. Also praktisch von der Fritzbox bis zum Obi. Dann zum nächsten Obi nochmal weiter. Also der entweder ein Stockwerk drüber ist oder noch ein Stück weiter Richtung Garten zum Beispiel. Wenn ihr ein langes Haus habt oder so oder ein langes Grundstück habt. Ja, dann könnt ihr das dann natürlich euer Netzwerk extrem erweitern. Ja, 87,54 und 31,71. Paketverlust haben wir jetzt 2%. Wir machen nochmal einen dritten Test. Und dann stöpsel ich das nochmal um und dann können wir da auch nochmal. Wie gesagt, die PlayStation brauche ich euch da nicht zeigen. Die zeigt halt mir jetzt, hat mir gestern Abend den besten Upload der letzten Tage angezeigt mit 5 Mbits. Ich weiß nicht, was da los ist mit der PlayStation momentan. Ich habe die jetzt so komplett resettet, alle komplett zurückgesetzt, Software neu rauf, alle Spiele neu runtergeladen, es ist Datenbank neu aufgelegt, alles. Hat nicht wirklich was gebracht. Oh, 7, 74, 32. So, und dann werden wir das jetzt nochmal rückgängig machen. Und dann gleich nochmal mit dem Fire TV auch nochmal. Wie gesagt, die Geschwindigkeiten, die euch die Geräte anzeigen, sind nicht zu 100% die, die ihr habt. Toleranzen können immer entstehen. Deswegen messe ich in der Regel dreimal und den Mittelwert nehme ich dann. Aber ich finde es toll, dass, also was mir halt besonders gefällt, ist, dass die Geräte nicht im Heimnetzwerk angezeigt werden. Ja, also wenn du dann halt also wenn du halt viele drin hast, die Fritzbox halt dann unübersichtlich wird, hast du halt in der Fritzbox so ein paar drin. Oh, jetzt sagt er mir so 100. Eieieiei. Aber die Latenz ist schlechter geworden. Dann hast du halt in der Fritzbox deine ganzen 2,4 GHz Geräte für Smart Home drinne, was ja gerade griffbereit ist. Und hier hast du dann so die anderen Sachen drinne. Ja, und vor allen Dingen halt die 5 GHz Verbindung. Aber ich musste ja bei der Fritzbox die einzelne SSID spalten in zwei. Einmal für 2,4 GHz und einmal in 5 GHz. Weil ich habe ja noch den Fire TV dritte Generation und den Cube zweite Generation hier im Haushalt. Also den Cube 2 ist ja im Schlafzimmer. Fire TV 3 ist bei meiner Tochter im Zimmer. Und die Geräte haben total Probleme, wenn die SSID praktisch oder der Funkkanal, das Funksignal, also es heißt jetzt nur Fritz.box, Fritzbox, was weiß ich, 7590 SL zum Beispiel. Und da ist der 2,4 und 5 GHz genau gleich benannt und dann kann die Fritzbox sich der Fire TV das aussuchen. Da habe ich mit den älteren Fire TVs immer Probleme, aber wirklich jedes Mal, dass es abkackt, Probleme und hast nicht gesehen. Und ich habe da und auch bei einigen anderen Geräten habe ich damit super Erfahrungen gemacht, wenn ich das halt trenne in zwei separate. Einmal 2,4 und einmal 5 GHz, auch für die ganzen Smart Home Sachen, dass da nichts passiert. Ja, jetzt sind wir hier beim Upload bei 29. Wechsel zu HDMI 1. So, jetzt machen wir hier nochmal einen Test.
Aber ihr seht, Verbindung ist da. Auch eine gute. Und für Haushalte ist es halt, ja, wenn man viele WLAN-Geräte hat und so, 93,91. Und dann können wir ja nochmal machen. Da ist es dann halt ideal, dass ihr dann halt überall ein Netzwerk habt. Ich habe ja auch fast alles per WLAN dran, bloß hier die wichtigsten Geräte habe ich halt gerne per LAN dran, weil ich da so meine Erfahrung mitgemacht habe. Und für Stream ist es dann halt besser, weil wenn du mit dem Gerät, wie du bei der PlayStation, einen Down- und einen Upload gleichzeitig hast, weil ich was runterlade und gleichzeitig zocke oder streame, halt, also Online-Spiele und streame, ja, dann ist das halt besser. 93,98. Ja. Und immer macht man noch. Videoqualität bis zu 4K unterbrechungsfrei unterstützen. Na, siehst du. So, 93,83. Also fast die ganze Leitung wird ausgenutzt. So. Jetzt knüppeln wir das hier wieder ran. Und machen nochmal einen neuen Test. Also so jetzt vom, gefällt mir der Aufbau vom Orbi fällt mir ganz gut. Die kann ich auch hier schön verstecken. Ist alles kein Problem. Was sehr schade ist, heißt wirklich die LAN-Anschlüsse hinten, dass er halt nur zwei LAN-Anschlüsse hat. Da hätte ich mir mehr gewünscht, wenn man das quer durchs Haushalt macht oder so. Oder wenigstens einen mit mehr Anschlüssen. 88,20. Nochmal durchführen. Wenn du den jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer hast und du halt wirklich mehrere Geräte anschließen möchtest, Skybox hast du nicht gesehen, dann ist das wirklich besser, wenn man da wirklich vier mindestens hat. Also das ist schade, ist aber auch nur das kleine Modell. Die großen, soweit ich gelesen habe, haben die vier und von meinen Kollegen weiß ich es ja auch. 82,88 und der nächste Test. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, weil der Devolo hat ja auch eine 5 GHz Verbindung, genau wie der Orbi zur Basis. Oder nee, Wi-Fi 6 haben die ja, hat der jetzt schon. Ich hätte gedacht, ja, jetzt sind wir hier so ja etwas schlechter, muss man nochmal machen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der jetzt so abschließt. Ich hätte gedacht, da gibt es mehr Unterschiede irgendwie. Ich hätte gedacht, dass der jetzt hier, was weiß ich, bei, sagen wir mal, 70 ist und er hier bei 90 oder so. Aber hier 84, hier hatten wir eine 90. Also, ist schon besser teilweise, aber halt bei der Xbox schon wieder nicht. Aber das kann mit der Messmethode zu tun haben, wie die verschiedenen Geräte messen. Ist ein schönes, schnuckliges Gerät. Ich werde jetzt das noch irgendwie verstecken demnächst oder erstmal so lassen, bis ich mir einen Plan gemacht habe, wie ich das überhaupt hier dann anschließen werde. Weil die Soundbar muss hoch noch demnächst nochmal ab. Ich will die Löcher zumachen und Dübel so rein. Habe auch neue Schrauben und neue Dübel geholt, in der Hoffnung, dass die dann gerade hängt. Und dann muss man gucken, wo wir den Orbi dann hinpacken, damit der halt schick aussieht. Oder halt seinen Dienst tun kann. Und dann testen wir das erstmal noch eine Weile und dann gebe ich euch mein Fazit. Aber wie gesagt, ich kann es nicht mit der PlayStation testen. Da kann ich es euch leider nicht sagen, wie viel mehr positiv oder negativ da angezeigt wird im Gegensatz zum alten. Weil, wie gesagt, die zeigt mir nur noch Download. Also wenn euch Download reicht, schreibt das in die, könnt ihr gerne reinschreiben in die Kommentare. Download würde uns reichen, weil mein Upload ist hier defekt.
Also nicht an, nicht mit, an, nicht am Orbi, nicht am Divolo. Ich habe es auch mit WLAN getestet, alle drum und dran. Das ist meine PlayStation, die hat einen Defekt irgendwie, dass halt der Upload halt nicht mehr so hoch ist. Der war mal höher und jetzt ist er das Höchste, was ich jetzt hatte in den letzten Tagen, war mal 5 Mbits. Ja, also das ist lächerlich. Das ist, aber woran es liegt, weiß ich nicht. Die anderen Geräte zeigen es euch ja richtig an. Also wenn euch der Download dann ausreicht, schreibt's rein, dann mache ich auch nochmal ein Video und messe den Download und zeige euch den Download mit zwischen den beiden an. Aber ja, so hatte da halt keinen Sinn, würde ich sagen. So, dann soll's das jetzt erstmal dazu gewesen sein. Oh Gott. Damit ihr die Geschwindigkeit hier mal so ein bisschen seht, dass, und also dass ihr das live seht, dass ich hier wirklich nichts gefälscht habe. Ich habe das wirklich, ich habe nicht geschnitten, nichts. Ihr seht das wirklich so, wie ich es hier getestet habe. Und jetzt geht's ans Testen und die Benutzeroberfläche nochmal mir genauer angucken. Und dann werde ich dann nochmal später ein vorläufiges Fazit machen. Ja, und dann geht's an den Langzeittest. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Ob sich was verbessert, ob sich was verschlechtert oder was weiß ich. Bis dahin würde ich mich jetzt erstmal verabschieden. Ahoi. Sagt euer Odin.